Tagesschläfigkeit oder Fatigue. Patienten mit einer Insomnie sind eher fatigued. Die schlafen eben nicht ein. Die sagen, ich versuche mich hinzulegen tagsüber und kann eben nicht einschlafen. Menschen sind ja oft sehr verunsichert. Sagen, wenn ich jetzt anfange, nicht gut zu schlafen, wie soll ich mein Tagesgeschäft schaffen? Das ist doch bestimmt sehr gefährlich. Schlaf ist derzeit in vielen Zeitschriften, in den Medien immer sehr und nach dem Motto, wie wichtig gesunder Schlaf ist. Ja, gesunder Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Aber mal nicht schlafen zu können, ist völlig ungefährlich. Es ist möglicherweise sogar gesund. Wenn man nachts nicht schläft, gut schläft, nicht den Fehler machen, sagen, jetzt muss ich aber schon um 8 Uhr ins Bett gehen, damit ich jetzt mal 12 Stunden schlafe. Lieber sogar eher etwas kürzer, um den Schlafdruck zu erhöhen, weil das ist das, was ich sage, das Rumwälzen im Bett. Das ist sehr gut wissenschaftlich gezeigt, ist ein Killer vom Schlaf.